Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema der elektrische Widerstand. Wie wir bereits in den vergangenen Videos gesehen haben, erreicht man durch Ladungstrennung, also die Trennung der Elektronen von den Protonen, eine elektrische Spannung. Gibt man den Elektronen dann die Möglichkeit, über einen Alternativweg wieder zu den Protonen zu gelangen, dann erreicht man einen elektrischen Strom mit der physikalischen Stromrichtung von Minus nach Plus. Die technische Stromrichtung haben wir definiert als Stromrichtung von Plus nach Minus. Und in der Elektrotechnik wird eigentlich auch nur diese technische Stromrichtung verwendet. Wenn man dieses Schaltbild einmal vereinfacht und die Spannungsquelle quasi auf der linken Seite als Schaltbild dort einsetzt, dann kann man sich auf die Leitung konzentrieren. Wir haben hier eine Leitung. Und bei einer Leitung kann man sich vorstellen, dass diese Leitungen unterschiedliche Dicken haben. Hier habe ich mal einen dickeren Teil eingebaut und man kann erkennen, dass hier die Elektronen es leichter haben, durch diesen Leiter zu gelangen. Das heißt, die Leitfähigkeit dieser dicken Leitung ist höher als die Leitfähigkeit der dünnen Leitung. Die dicke Leitung setzt den Elektronen einen kleineren Widerstand entgegen, sodass wir hier einen hohen Leitwert bei den dicken Leitungen haben, entsprechend einen geringen Widerstand und bei den dünnen Leitern einen geringen Leitwert und einen hohen Widerstand. Wenn man es einmal vergleicht, dann kann man sich vorstellen, dass bei einem dünnen Leiter bei einer bestimmten Spannung weniger Elektronen durch diesen Leiter fließen, man also eine kleinere Stromstärke hat, während bei einem dicken Leiter mehr Elektronen in einer Zeiteinheit durch diesen Leiter fließen können und man eine hohe Stromstärke hat. Bedeutet also, ein dünner Leiter hat einen geringen Leitwert, also einen hohen Widerstand und damit eine geringe elektrische Stromstärke, während ein dicker Leiter einen hohen Leitwert hat, einen geringen Widerstand und eine hohe elektrische Stromstärke. Nun gibt es Leiter, bei denen die Stromstärke durch den Leiter direkt proportional zur Spannung ist. Das heißt, wenn die Spannung doppelt so hoch wird, wird auch der Strom doppelt so hoch. Wenn die Spannung halbiert wird, halbiert sich auch die Stromstärke. Wenn das bei einem Widerstand der Fall ist, dann nennt man diesen Widerstand Ohmscher Widerstand. Und bei dem Ohmschen Widerstand gilt das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz lautet also, wenn an einem Bauteil das Verhältnis zwischen der elektrischen Spannung U und dem elektrischen Strom I konstant ist, das heißt doppelte Spannung, doppelter Strom, halbe Spannung, halber Strom, dann handelt es sich um einen ohmschen Widerstand. Also nochmal, wenn das Verhältnis zwischen U und I das konstant ist, dann handelt es sich um einen ohmschen Widerstand und die Einheit des ohmschen Widerstands, das ist Ohm. Abgekürzt oder als Formelzeichen ein griechisches Omega. Als Beispiel, wenn wir einen Widerstand haben und wir messen an dem Widerstand eine Spannung und durch den Widerstand fließt ein Strom, dann kann man sich dieses Beispiel mal anschauen und sieht, wenn wir eine elektrische Spannung von einem Volt haben und es fließt ein elektrischer Strom, eine Stromstärke von einem Ampere, dann handelt es sich um einen Widerstand mit dem Widerstandswert 1 Ohm. 1 Volt geteilt durch 1 Ampere ist gleich 1 Ohm.